Im Juli wurde Anton Gavel offiziell als neuer Head Coach der Bamberg Baskets vorgestellt. Als Meistertrainer aus Ulm kommt der ehemalige Erfolgsspieler zurück an den Ort seiner großen Erfolge. Jetzt steht er an der Seitenlinie. Zuletzt im Pokal beim 78-52 Erfolg gegen die Karlsruhe Lions. Nicht so zufrieden, wie man hätte sein sollen nach dem Ergebnis. Ich glaube, dass wir gerade erstes Viertel oder die ersten 15 Minuten nicht stattgefunden haben. Das war gar nicht gut. Ich glaube, dass die zweite Unit uns einen guten Push gegeben hat und das Spiel dann sozusagen in der ersten Hälfte noch zu unseren Gunsten gedreht hat. Und ich glaube, als wir dann diese Nervosität aus der ersten 15 Minuten abgelegt haben, dann haben wir auch besser ausgeschaut. Defensiv war das dann deutlich besser. Ich meine, mit der Punktanzahl, was wir erlaubt haben, war das okay. Aber wie gesagt, in der BBL nichts gegen Lions. Sie haben natürlich, das war ja zu erwarten. Aber das wird einfach so, wenn wir so anfangen, wird es nicht reichen. Die Situation wird nicht einfacher durch die Verletztenmisere im Kader. Hinter dem Einsatz von mehreren Spielern stehen noch Fragezeichen. Aber das Team wächst zusammen und hat den richtigen Spirit. Ein paar sehr gute Individuen gefunden und die sich jetzt auch als Mannschaft tatsächlich außerhalb des Feldes gut zusammengefunden haben. Aber auf dem Feld es ist jede Mannschaft, die noch nicht bei 100% ist. Jeder versucht noch irgendwie die Abläufe zu finden. Und gerade wenn man so Verletzungspech hat, fängt man immer so ein bisschen neu an und muss andere Spieler auf andere Positionen spielen. Aber okay, das wäre jetzt wieder nur Ausrede. Wir machen das Beste draus. Und ich glaube, jeder Trainer würde sich wünschen, dass er jetzt schon weiter ist, wie er momentan ist. Am Sonntag wird es auf jeden Fall auch auf die Fans ankommen. Anton Gavel hofft hier natürlich auf ein volles Haus und die rote Wand, für die Freak City berühmt und berüchtigt ist. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir das für die Fans machen. Die sind oder die waren und sind nach wie vor fantastisch hier und unterstützen. Und das kann ja oder war auch immer schon in Bamberg aus meinen Zeiten immer eine eigentlich unmögliche Aufgabe, hier zu gewinnen oder zu bestehen, ob als Spieler der Bamberger oder als Gegner. Und so soll es auch wieder sein oder so. Dafür mussten wir aber sorgen. Und Gegner, klar, das erste Spiel ist immer schwierig. Braunschweig hat an den Jena, das glaube ich, als einzige Mannschaft, Erstligamannschaft direkt von Anfang an losgelegt und geführt und auch hochgeführt. Ich glaube, jede andere Mannschaft aus der ersten Liga war hinten nach dem ersten Viertel. Also sind sie schon sehr gut, haben viele Spieler halten können, gute Ergänzungen gemacht. Es ist nie einfach, gerade gegen so junge, hungrige Mannschaft zu spielen. Die Baskets müssen am Sonntag von Beginn an hellwach sein. Mit dem richtigen Einsatz und den Fans im Rücken klappt es dann hoffentlich mit dem Heimsieg für Anton Gavel zum Auftakt der neuen Saison. Das würde in jedem Fall für einen weiteren Basketball-Push in Bamberg sorgen.